They'll get the kick, they'll get the gash. There's a lot of slow on Paparazzi. They want to break that reincarnation. Nice and quick. Nightmare onto Nyx Assassin's making controls, but the Fiend Strip. It's a run raise, but it's back in. The Ravage will connect. The damage is big from Gambit, but they still haven't killed off Ori. The reincarnation has brought the Wraith King back up again, but the Magnetize is such a problem. Not to mention the damage from Dahak. He just keeps chasing in underneath the Tier 1 tower, back to objective-based gaming, using the last bit of that God Strength to get it. DY caught on the wrong side of the tracks. So the Gush will be able to steal. Moved into the tree space, trying to stay close to him. The stuns are here, and here's your rolling boulder. They're getting the kill, but it's actually Earthspear taking all the damage. And DY just explodes. He's got the damage of Fiend's Grip. It's almost going to be a full duration one. They try and push him down, but Ori's already dead. A double kill for Dahak. Oh, the sight from Afro banging up through Paparazzi, killing Yang. The collateral isn't even fully there yet. As Paparazzi stunned up, he'll be isolated. So this reincarnation, he wishes he could turn it off because he just wants to die, but he'll die again underneath Gambit. We're coming back live. We just started the fight on bottom lane. The Ravage will pop both Nyx as well as Ori getting hit by this one. They've already got the first kill. Nyx is down and support's arriving. There's no God Strength yet, but he's got the BKB to back. This wall, is there a follow-up? No, it's just Darkseer Death. That's all he's really got. The run-up, but the damage output, he actually helped save him with the Nightmare. That Desolator attack would have done the work. Crystal Maiden follows through. 3 heroes. Target number one, but he's just leading them up the garden path. Wraithing gets initiated on, but who do they want? Ori does get his BKB off. Paparazzi's low and life, leasing it out a little bit more. Oh my life. God, but he's now running the straight will for finally him. Hit. Crystal Maiden will go down, and Dahak, he doesn't through the care. Link. He's lost 189 damage, but still he's got more in the tank. Paparazzi will pop, but they call GG. They're not even all dead. Gambit have smashed game one against VG. Smashed is an understatement, Toby. Dahak almost just... Dann gehört das wirklich bestraft. Was der jetzt bis jetzt gespielt hat, hier gegen Liquid und jetzt auch gegen VG zum zweiten Mal. Dieser Earth Spirit ist einfach von einem anderen Stern. Jetzt rollt er wieder rein, aber DY ist bereit. Mit der Ulti, Paparazzi wird eingegangen. Paparazzi kann nicht hoch, Lifesteal. Immersion noch am Leben gehalten. Und kriegt einen Magnetize raus. Paparazzi könnte vielleicht ticken. Ganz knapp, wir sehen es nicht FNG auf dem Screen. Und Paparazzi tickte sogar. Sie haben eine schöne Kamera. Können wir es bitte sehen? Jetzt sehen wir es. Die Disruptor-Ulti ist nichts rein. Immersion wieder am Chaos kreieren. Magnetize kommt schon durch, macht richtig viel Damage. Tickt nochmal auf DY durch. Also er spielt solo den gerade mehr oder weniger. DY geht einfach down. Immersion macht das richtig gut. Duell im Hintergrund auf. Shadow Shaman kriegt zwar die Serpent Wards raus. Und Bad Rider auch noch gefunden. FNG mit dem Fiend Script. Gambit kriegt rein. Ah, von denen, ich muss aufpassen. Jetzt ist es hier Glimpse-Potenzial. Gambit muss in der Nähe bleiben und Immersion geht rein und dann kommt ein Magnetize durch. Das ist dann von Lashback. Duell kommt auch durch Paparazzi, aber im Hufungskommand kann fighten. Gambit muss sich langsam wieder zurückziehen und jetzt mit dem Warcry Shield kann Gambit vielleicht sogar weiterfallen. FNG kontrolliert mit den Serpent Wards, der Hack ist drin. Mein fightet hier Yang auf dem Bad Rider, kommt aber nicht ganz hinterher. Bane fällt, die Buybacks alle von VG gezündet. Gut, FNG. Läuft einfach vorne rein. FNG hat keine Angst. Ist sie am D-Warden? Was macht FNG denn da? Ja, okay, das war ein bisschen zu offensiv. FNG kauft zurück. Sie haben die Kontrolle auf Medusa. Sie schnetzeln drauf ein. Medusa ist duelliert. Medusa ist down. Hat kein Buyback. Wichtiger Kill für Gambit. Paparazzi hat ein gutes Wukungskommand, aber Afterlife tief drin. Afro Ninja kommt rein. Möchte hier Paparazzi im Wukungskommand töten. Afro Ninja rennt einfach rein. Immersion mit dem nächsten Roll kontrolliert den Affen. Und Immersion. Gambit zieht sich zurück. Nimm's schon gejust. Oh, Disruptor-Ulti auch mehr oder weniger verschwendet. Wobei, FNG, das wäre ein Dieback. Dahak macht seine Ulti an. Immersion wieder tief drin, hat ein Silence auf Disruptor und sie haben dir die Medusa kontrolliert. Stonegaze aber stunt Dahak im BKB. Das Wukungskommand ist richtig stark. Gambit verliert ihren Legion-Commander. Immersion jetzt auch ein bisschen tief drin. Wukungskommand läuft aus. Gambit kann vielleicht weiter fighten. Fate setzt Serpent Wards. Gambit möchte sich zurückziehen. Müssen aufpassen. Disruptor hat zurückgekauft. Wenn er in der Nähe ist, kann er auch noch mit Glimps noch ein paar mehr holen. Und Gambit verliert zwei Heroes. Und plötzlich geht VG ins Roshpit. Ist das hier das Comeback? Ich weiß nicht, ob VG... Und Purge war auch da von Legion Commander. Oh, direkt der Silence. Schon wieder die Reaktion auf Monkey King. Der wird gefällt. Paparazzi kriegt nochmal ein BKB raus. Aber Paparazzi kann nicht fighten. Paparazzi fällt hier. Legion Commander mit dem Duell auf Disruptor. Disruptor und Paparazzi sind beide down. Vici versucht verzweifelt zu fighten. Ori nochmal mit der Stonegaze. Möchte hier den Damage rausbekommen. Aber Immersion ist da mit dem Roll Magnetize. Ori muss hier kämpfen gegen Dahak. Aber Ori muss rennen. Immersion trifft den nächsten Roll. Das gibt es.